Das Ding ist halt, dass ich schon sehe, dass ein Sinan genau natürlich dort eine Kerbe schlägt und eigentlich normaler ist mit seiner politischen Haltung, als wir es gerne hätten. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehst du damit um? Wenn du jetzt Personen hast wie Proletopia. Proletopia ist eindeutig ein Schwurbler. Also, was? Der ist nicht mehr in der bürgerlichen Mitte sozusagen. Das ist der nicht mehr, ne? Natürlich bin ich nicht in der bürgerlichen Mitte. Ich bin links außen. Einem Sinan zu zeigen, dass der ein Rechtspopulist ist, boah, ich glaube, das kannst du den meisten Menschen niemals erzählen. Also kurz gesagt, was er hier sagt, hätte ich mit Proletopia geredet, hätte ich den ganz einfach als Schwurbler framen können und als Rechtspopulist. Bei Sinan ist das nicht so einfach. Das kauft mir niemand ab. Unter dem großen roten Kaiser. Hat er gerade einen Kuss nach oben geschickt, dieser Linke? What the fuck is going on? Man weiß, okay, da gibt's halt die Cringe-Woken da draußen, aber es gibt halt eben auch diese eine Truppe von so ein paar derben Motherfuckern. Kriegst du einen rein und dann wird's halt auch wild. Er, Karl und Naitan, so sehen sie sich. Das sind die derben Motherfucker auf jeder Seite. Soll ich ihn anrufen? Nach dem Gespräch mit Sinan überlegt Dara, was er hätte besser in dem Gespräch machen können. Und natürlich kommt dieses Video auch nicht ohne dem aus, dass er auch gegen mich feuert. Boah, da siehst du gleich einfach so dieses königliche Siegel. Gar nicht elitär, total radikal demokratisch. Aber nachdem er uns letztes Mal erklärt hat, was er unter demokratisch versteht, nämlich, dass man andere fertig macht, die eine andere Meinung haben und selber besser dasteht, dadurch und andere runterzieht und niedermacht und nicht erlaubt, dass sich ihre Meinungen durchsetzen, sondern schaut, dass sich die eigene Meinung durchsetzt, so hat er Demokratie einmal erklärt, ungefähr. Ja, so gesehen ist er demokratisch, das stimmt schon. Ich wollte noch mal ein bisschen reflektieren zum Gespräch mit Sinan, weil auf der einen Seite, ich kenne ja meine linken Socken, ne? Da gibt's halt schon ein ziemliches Spektrum. Dara hat nur linke Socken in der Schublade. Das ist für ihn wichtig. Natürlich, und wir haben natürlich auch in unseren linken Communities Leute, die hart drauf sind, die dann da der Meinung sind, hey, ne, so, also da, ne, auch ein Sinan, ne? Da lese ich ja bei Twitter, der wird ja dann auch als Rechtspopulist und so weiter bezeichnet. Aus meiner Sicht sorgt das, was er tut, auf jeden Fall dafür, dass rechte Narrative gestärkt werden, dass die Rechten gestärkt werden, definitiv. Ne? Ich finde das immer interessant, wie diese Leute so, ja, Sinan sorgt dafür, dass rechte Narrative gestärkt werden, Erwin sorgt dafür, die ganzen Siffer ist jeder, der anderer Meinung ist, aber sie sorgen nie dafür. Ja? Dara zum Beispiel, obwohl es wirklich so viele Dings, ich bereite gerade einen Tweet vor, also so ein Thread auf Twitter, mit all den Leuten, die mir bis jetzt geschrieben haben und gesagt haben, Dara, Karl, Naitan und Co. haben mich nach rechts gedrängt, danke, dass du mir wieder gezeigt hast, dass links auch in Ordnung sein kann. Aber das würden sie sich nie eingestehen. Durch eben diverse Handlungen. Trotzdem glaube ich fest daran, dass der Typ wirklich in der bürgerlichen Mitte ist. Glaube ich. Also wirklich, weil die bürgerliche Mitte ist so. Die sind so. Das ist wirklich ein. Solche Leute gibt es. Da sind wir natürlich, ja, die sehr aufgeklärt sind, die sehr weit links stehen. Wir können damit mit vielen dann nichts mehr anfangen. Aber jeder, und das kann ich nur empfehlen, weil das ist eben meine Erfahrung, die ich mit. Die ich einfach mit Wahlkämpfen und so weiter verbracht habe. Und ich arbeite ja auch im sozialpädagogischen Bereich. Ich habe einfach zu tun mit vielen Menschen. Und natürlich ist es auch so, dass ich mit vielen Menschen ins Gespräch komme. Und leider, ne, das sind Menschen, die wählen SPD, die wählen Grüne. Und trotzdem wären die politisch vom Gefühl her sehr weit entfernt von uns. Sehr weit entfernt von uns. Und trotzdem ist das aber die bürgerliche Mitte, die in vielerlei Hinsicht, immer noch demokratisch ist, immer noch gegen rechts ist, immer noch gegen Faschismus ist. Leider auf eine ziemliche Milktoast-Art und Weise. Ja, reden wir mal mit denen ein bisschen mehr. Nett auf die zugehen. Ah, das, was diese ganz Linken machen, das funktioniert doch nicht, das schreckt Menschen ab. Und so weiter. Weil damit rechtfertigen die ja ihre eigene Position im politischen Spektrum. Die wollen nicht linksextrem sein, weil linksextrem ist ja extrem und total doof und Extremismus hat noch nie was gebracht. Und die wollen auch ihren eigenen Standpunkt in der Gesellschaft sozusagen verteidigen. Das heißt, ihren Wohlstand, den sie sich aufgebaut haben, die sind irgendwo in der Gesellschaft häufig angekommen. Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum es zum Beispiel bei den Grünen gerade dieses Vorurteil gibt. Ja, das ist ja so die neue bürgerliche Mitte. Das ist so, das sind dann ganz oft häufig Menschen, die sind wohlhabender, Akademiker. Und dann verbringen die häufig ihre Zeit mit eben sinnlosen Themen oder die haben sich mit im System, haben die es sich bequem gemacht und so weiter. Und dann hatte ich noch die Diskussion auch, ja, ne, so, ey, wenn du da halt sagst, ja, ein Sinan ist ein Grüner, dann das ist ja auch irgendwo
irgendwie falsch, weil wenn ich auf die auf die Mitgliederversammlung gehe von der Grünen Partei, dann, dann sind die da halt alle total aufgeklärt und die sind alle total gegen Antisemitismus und würden so Sprüche, die der bringt, niemals durchgehen lassen. Und das Ding ist halt, ich mache halt einen Unterschied zwischen den Mitgliedern von der Partei und den Wählern. Auf jeden Fall. Ja, die Grünen sind vollkommen aufgeklärt im Gegensatz zu Sinan, der ja scheinbar ein Antisemit ist oder was auch immer das jetzt hier bedeuten soll. Das würden die Grünen niemals zulassen. Ja. Der Typ lebt schon in einem eigenen Traum. Aber das, was ich sagen wollte, ist, könnt ihr euch erinnern, wo Naitan gesagt hat, ja, also wir Linke, wir halten uns an Wissenschaft und die Rechten, das sind alles Esoteriker. Ja? Und ich habe letztens meine Screenshots wieder mal sortiert und da habe ich wirklich einen Screenshot gefunden von einem Rechten, der mir geschrieben hat unter ein YouTube-Dings, ich habe das auch irgendwo, aber ich habe es jetzt nicht gefunden, da hat er gesagt, mein Gott, bin ich glücklich, dass ich bei den Rechten bin, die sich noch an Wissenschaft und die Logik halten und nicht bei diesen Linken, die einfach nur aus dem Bauch heraus irgendwelche Lügen verbreiten. Ich glaube, dass das einfach auf beiden Seiten, bei den Rechten wie bei den Linken, einfach so dieses Vorurteil gibt, die andere Seite hält sich nicht an Fakten, Wahrheit und Wissenschaft, während wir das komplett machen. Ja? Aber jeder bei denen macht es in einem Bereich, wo es ihnen nützt. Dort, wo es ihnen nicht nützt, ist es ihnen scheißegal. Weil die Wähler sind nicht so aufgeklärt wie die Mitglieder. Selbstverständlich, also das ist auch bei den Linken so. Wenn ich als Mitglied der Linken auf dem Parteitag von den Linken bin oder so, oder Kreismitgliederversammlung, selbstverständlich sind die Leute in der Regel politisch viel weiter. Und dann trifft man die Wähler der Linken und ne, es gibt... Ne, die sind wieder in Chat, ha? Ein Grund, warum da jetzt natürlich auch eine Abwanderung ist, zum Beispiel zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Diese Kommunisten einnisten bei uns. Das ist, wie soll ich sagen, also ne, also, da muss man... Ja, Hanna Morito schreibt, ist ja kein Wunder, so viele Mittige schauen zum Beispiel Dieter Nuhr zum Beispiel. Das muss einem klar sein und diese Menschen, die sehen sich natürlich, wenn sie die Linken wählen oder wenn sie die Grünen wählen, definitiv nicht als rechts oder als rechtspopulistisch. Und genauso kannst du das halt auch eigentlich da draußen niemandem erzählen. Das ist wirklich die bürgerliche Mitte und die ist einfach politisch noch sehr weit von uns entfernt. Da mangelt es an sehr viel Aufklärung. Alle dumm, die nicht auf ihrer Seite sind. Da müsste sich mit der Zeit noch viel verbessern. Selbstverständlich. Und deshalb gehe ich da selbstverständlich auch in Debatten mit jemandem, den ich aus diesen Reihen identifiziere, auf eine eher diplomatische Art und Weise, aber trotzdem inzwischen mit viel Vorbereitung, um natürlich trotzdem aufzuzeigen, dass da Verhaltensweisen, dass da die politische Strategie dahinter, dass die Quatsch ist und es... Und aus meiner Sicht ist es ja auch falsch, Mitte-Links zu sein am Ende des Tages. Das ist für mich auch falsch. Ja, auch damit schaffst du es nicht, den Faschismus aufzuhalten, weil das zu wenig ist. Also am Ende des... Ja, das Interessante an der Geschichte ist, man muss sich vorstellen, warum hält Dara diese Rede hier nach dem Gespräch mit Sinan? Deswegen, weil man ihn kritisiert hat, dass er Sinan nicht ordentlich genug in die Fresse gehaut hat. Ja? Man hätte erwartet, dass er zu Sinan sagt, Sinan, du dreckiger Schimmel, du vollgeschissene Menschenhaut, du bist ein Schimmel und ein Nazi und ein antisemitischer Schimmel, du Schimmel, du schimmeliger Schimmel. Ja, so hätte er mit ihm reden müssen und dann hätten seine Zuschauer applaudiert, hätten gesagt, oh, ja, Dara, das hast du richtig gut gemacht, tolles Gespräch. Ja, und er hätte sich dann einfach gut gefühlt. Aber er hat das nicht gemacht, sondern mit Sinan im Gespräch hat er sich total zurückgehalten. Ja, das wird er jetzt auch wahrscheinlich noch irgendwann verraten. Ich habe das schon gehört in einem Ausschnitt. Das wird er dann verraten, dass er sich eigentlich in Wirklichkeit zurückhalten musste, weil Sinan nicht offensichtlich so ein Schwurbler ist wie ich zum Beispiel. Ja. Mich kann man durchaus Schwurbler nennen. Aber was bis Sinan, kauft dir das niemand ab. Das heißt, er erklärt hier seine Strategie seinen Zuschauern, die für die es nicht hart genug war. Aber für die ist ja sowieso nichts hart genug, außer Sinan verliert seinen Kanal oder wird eingesperrt auf Lebenszeit. Das ist das Einzige, was sie akzeptieren würden. Alles andere, was drunter ist, eine normale Unterhaltung oder ähnliches, ist eine Verharmlosung von Faschismus, laut ihnen. Tages glaube ich auch, dass gerade gegen Ende von dem Gespräch, was ihr euch auf YouTube inzwischen anschauen könnt, hätte ich viel härter vor allem die transfeindlichen Aussagen natürlich zerhauen müssen. Und ich habe im Nachhinein einfach gemerkt, Alter, war ich müde. Ne, also wirklich, ne, ich habe... Boah, ich war so müde. Ich wollte ihn einfach Hurensohn nennen, aber... Oh, ich hatte einfach nicht die Kraft, Mann. Mit Naitan mal gesprochen darüber, ja, warum musste das im Gespräch eigentlich so lange sein? Und Naitan meinte, hey, da gab es einfach noch sehr viele Punkte, die man... ansprechen musste und ich wollte deshalb das Gespräch nicht beenden, ne, weil er hatte halt sein Dokument, das habe ich halt auch für Sinan gehabt und diese Punkte müssen noch raus. Und Agitation will zu Ende gebracht werden. Deswegen war das Gespräch so lange. So, das habe ich auch gemerkt, ne, beim Sinan-Gespräch habe ich das auch gemerkt, da habe ich halt noch so viele Punkte gehabt,
wo ich sagen muss, okay, die muss ich noch ansprechen. Sonst ist das aus meiner Sicht kein starkes Gespräch, sonst hat das alles nicht viel gebracht. Natürlich konnte ich auch sehr viel raushauen und aus meiner Sicht sehr viel mal vorhalten. Und man hat auch gemerkt, dass so ein Sinan sehr häufig einlenken musste und auch unruhig wurde für seine Verhältnisse. Total ist er unruhig geworden. Während du einfach so klar dargestellt hast, dass du eigentlich ein Antidemokrat bist und dass du eigentlich in Wirklichkeit sehr viele rechte Standpunkte vertrittst, wo Sinan sogar gesagt hat, boah, was geht? So zum Beispiel, wo er gesagt hat, dass man Leute dazu überzeugen sollte, also wie sollte man Leute überzeugen, dass sie die AfD nicht wählen? Naja, indem man ihnen Angst einjagt und indem man sie ihnen Angst davor macht, dass sie ihren Job verlieren oder sie beziehungsweise erpresst damit, dass sie einfach dann nicht mehr eine Arbeit haben werden und so weiter. Und dann werden sie sich schon von der AfD distanzieren. Das war einfach so praktisch sein Vorschlag. Ja. Der Mensch, der natürlich vielleicht die AfD gewählt hat oder vorhatte, die AfD zu wählen, merkt einfach auch nur durch so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl oder das Bedürfnis, dass man zu einer Gruppe gehören möchte, hey, das sind aber ganz schön viele, die da gegen mich wären. Ja, was ist, wenn da mein zukünftiger Arbeitgeber dabei wäre? Was ist, wenn da zukünftige Freunde und so weiter dabei wären? Im Gespräch mit Sinan, ja, worauf Sinan sich einfach gedacht hat, what the fuck, also das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und jetzt erzählt er, dass Sinan natürlich nicht so links ist wie er. Und trotzdem aber gegen Ende des Gesprächs, da habe ich einfach gemerkt, das habe ich in der Situation nicht gemerkt, aber danach, boah, Ich bin müde geworden. Ich war einfach müde. Ich war nicht mehr so auf Zack. Ne, ich wusste zum Beispiel, als er Transmensch. Ja, siehst du, der Faschismus wäre schon längst besiegt, wenn wir nicht immer müde werden würden. Pathologisiert hat, als er gesagt hat, manchmal, wenn ich in Social Media schaue, da sehe ich schon, ne, dass definitiv. Das ist einfach so, kaputt im Kopf. Stell dir vor, du gehst mit deinen Menschen in ein Gespräch und anstatt dass du dir denkst, hey, ich tausche mich aus und ich interessiere mich für die andere Seite und wir diskutieren einfach über interessante Themen und ich schaue, was Kluges der zu sagen hat, gehst du hin und denkst dir einfach, ich mach den fertig und zerstöre ihn. Und dann rechtfertigst du dich vor deiner Zuschauerschaft, warum du ihm nicht in die Fresse gehört hast. Es ist einfach so kaputt. Borderline-Syndrom. In dem Moment denke ich mir, ey, Alter, ne, das muss ich gleich auseinanderpflücken. So, jetzt suche ich nach dem Opening. Weil, im Nachhinein denke ich mir, nee, da hätte ich eigentlich sagen müssen, stopp. Ne, so, stopp, das kannst du so nicht sagen. Klar. Ne? Aber man ist sozusagen noch in einem sehr diplomatischen Modus, weil das eben vorher sich so eingespielt hatte und vorher halt auch Aussagen von den Sinan jetzt nicht so schlimm waren, beziehungsweise dass alles noch normale Dinge waren, über die man diskutieren konnte. Und dann kommen plötzlich diese Sachen und da merke ich dann, und da war ich dann sozusagen nicht auf Zack, dass ich dann sage, Moment, das ist zu krass, das geht viel zu weit. Und da hätte ich viel krasser intervenieren müssen. Da war ich dann in der Situation, okay, Alter, das kann ich dem nicht durchgehen lassen, das muss ich gleich sozusagen ansprechen. Aber das ist mir dann wieder verloren gegangen. Ne, der Punkt ist mir verloren gegangen durch eben irgendeinen anderen Punkt und so weiter und so fort. Da weiß ich für die Zukunft, okay, ne, so, wenn du so ein... Ja, schau, hier wird geschrieben, sowas bringt Sinan auch relativ geschickt unter. So, die glauben wirklich, die sind in so einem Wahn, dass sie glauben, dass Sinan einfach mit einer Strategie hier reingeht, um sie alle kaputt zu machen und total gezielt einfach so Punkte unterzubringen, um Menschen Hirn zu waschen und es fällt einem nicht auf, wie gerissen er ist. Alter, Sinan ist einfach nur gekommen und hat einfach nur mit dir geredet, ohne jeglichen Hintergedanken, das verspreche ich dir. Wenn du ein Gespräch hast, dann musst du wach sein, dann funktioniert das nicht, wenn du vorher 8 Stunden gearbeitet hast, dann noch 2 Stunden gestreamt hast. Scheiße Arbeit. Und dann auch eben 3 Stunden lang so eine Debatte führst. Ja, funktioniert Scheiße. Nicht. Da bist du nicht fit genug für. Ja, deswegen in Zukunft, da würde ich, wenn ich dann vorher... Und ja, das ist eine Werbung eigentlich für das Produkt Stay Woke. Ja, gibt es -10% mit dem Rabattcode DARA. Und wenn du das einnimmst, dann bleibst du die ganze Zeit wach und kannst einfach die Gespräche mit diesen ganzen Rechtspopulisten führen und kannst sie einfach kaputt machen, ja. 8 Stunden arbeite, dann lieber um 20 Uhr den Stream anschmeißen, direkt für den Talk, zwischendurch nappen, damit man fit ist. Gischgallop oder wie? Nein, das war kein Gischgallop. Oder du nimmst einfach nur Stay Woke. Genau, es war halt einfach. Also, ich habe halt immer wieder das Thema gewechselt, aber jetzt nicht aus Absicht, nicht weil, ne, so, weil ich versuche abzulenken oder sowas, sondern einfach, weil ich versucht habe, irgendeinen Punkt zu machen und dafür ein neues Thema aufgemacht habe. Zum Beispiel beim Thema Transfeindlichkeit habe ich dann aufzeigen wollen mit Rassismus, wo da bei uns die. Kennt ihr den Zusammenschnitt, wo ihr im Gespräch mit Dimp und Kuchen TV die ganze Zeit so Positionen ändert, einfach um vom Thema abzulenken, wenn man ihn in die Ecke drängt? Grenzen liegen und wie Rassisten Dog whistlen, um eben ihren Rassismus zu verbreiten und dass das bei Transfeindlichkeit natürlich genauso ist. Aber mir ist da auch der Punkt verloren gegangen mit der Zeit. Das Rassismus-Thema war dann viel zu krass.
viel zu umfangreich, sage ich mal. Und dann musste man wieder zurücklenken zu Transfeindlichkeit, wo ich dann wieder diesen Punkt verloren habe. Also mit Punkt verlieren meine ich nicht den Punkt gegen Sinan verlieren, sondern ne, am Ende des Tages, aus meiner Sicht, hatte Sinan sehr wenig Argumente für seine Haltung. Ne? Und er ist immer wieder, er ist immer wieder auch zurückgerudert und so Geschichten. Ne? Das waren am Ende sozusagen, ne, also du konntest schon zeigen, okay, ne, so, ey Sinan, ne, da musst du schon zugeben, du machst da viel Mist. So, ne? Aber es geht natürlich krasser. Ne? Es geht natürlich, ne, da kannst du eben genau bei den Gelegenheiten dann richtig stark aufzeigen, wo das Problem ist. Und ja, ich sehe es halt so, und das ist leider aus meiner Sicht die Wahrheit, Transfeindlichkeit ist eben in der Gesellschaft kein großes Ding. Ne? Kein großes Ding. Einfach. Das ist für viele einfach nicht wie Rassismus. Das ist, ne? Also ich habe letztens sogar noch eine Diskussion gehabt im näheren Umfeld. So, da hatte jemand reingeschaut aus meinem näheren Umfeld in die Diskussionsrunde, die ich bei Young Feldsalat hatte, wo es um das Thema mit rechten Reden ging. Und wir haben uns das angeschaut. Da ging es halt auch zwischendurch um Transrechte. Und dann habe ich, dann hat mich die Person später noch angesprochen, ne? Einfach persönlich, als wir uns getroffen haben, und gefragt, meinte dann so, boah, ich fand das aber sehr krass, dass man direkt rechts sein soll, nur weil man irgendwie, weil man Transmenschen ablehnt oder sowas, ne, weil man skeptisch ist gegenüber Transrechten oder so. Ne? Nein, skeptisch gegenüber der Transideologie wahrscheinlich, ja. Und was sie damit meinen, ist einfach genau dieses, wie Hanna Morito sich verhält. Ja, und da ist man nicht rechts. Wenn man einfach da steht und einfach kritisiert, wie Hanna Morito sich verhält, ist man nicht rechts. Wenn man tatsächlich Transpersonen ablehnen würde, dann wäre man rechts, aber ich kenne niemanden, der Transpersonen per se ablehnt. Es gibt sicher diese Personen, aber viele sind sie nicht. In dem Kontext, sage ich mal. Und dann ging es dann darum, dass die Person halt nicht verstehen konnte, warum man unbedingt schon Kinder in die Transition führen sollte oder bei Kindern das diagnostizieren konnte oder sowas. Und dass das transfeindlich sein soll, wenn man dagegen ist. Ja, und dann habe ich natürlich auch erklärt, ja, das ist halt wie bei Ausländerfeindlichkeit. Ne? Ausländerfeindliche Menschen sind meistens nicht aufgeklärt, haben eine ganze Menge Fake News gefressen und sind sie ausländerfeindlich, aber sie merken vielleicht gar nicht, wie schlimm es ist oder dass das schlimm ist oder dass sie da wirklich problematische Ansichten haben. Ja, das ist so wie diese Leute, die mich immer kritisieren, weil ich einen Migrationshintergrund habe. Bei Transfeindlichkeit ist das ähnlich. Ich sag euch nur so, ne, für die viele Menschen da draußen, die denken sich, macht doch, was ihr wollt. Das ist wahrscheinlich die allermeisten Menschen in Deutschland, denken sich, macht doch, was ihr wollt. Aber lasst auch die Kinder in Ruhe, und für die sind Transmenschen keine wirkliche Minderheit. Das geht alles einher. Das heißt, hey, du bist erwachsen und möchtest und bist eigentlich als Mann geboren, aber möchtest... Ja, aber wo ist das Problem mit dem, lasst die Kinder in Ruhe? Vor allem, die sagen nicht mal, lass die Kinder in Ruhe, sondern sie sagen, lass meine Kinder in Ruhe. Das ist so deren Problem oder deren Punkt. Die Frage ist nur, wo Problem? Ja? Wo Problem mit dieser ganzen Sache? Ja, wenn jemand will, dass man seine Kinder in Ruhe lässt mit diesen ganzen sexualisierten Geschichten, dann hat er doch das Recht dazu, oder nicht? Weiß ich nicht. Eine Frau sein? Ja, dann mach doch. Mir egal. Freiheit. Aber lass die Kinder in Ruhe. Und, naja, am Ende seid ihr aber keine richtige Minderheit. Ihr seid einfach sozusagen, ihr seid wie Anime-Fans oder so, die gerne... Aber wer hat gesagt, dass sie keine Minderheit sind? Die sind eine Minderheit. Sie sind sogar so sehr eine Minderheit, dass ich frage, wieso wir einfach 90% alles reden, über Minderheiten reden wir über Transpersonen. Obwohl sie irgendwie 0,0 irgendwas Prozent sind. Also, hä? Wenn sie sich verkleiden. Es ist leider, wie viele Teile der Gesellschaft denken. Und viele von denen, das sind ne, keine Faschisten oder so. Ne? Das sind die nicht. Ne? Also auch die Person, mit der ich gesprochen habe. Sonst super, also wirklich nicht sehr tief drin in der Politik, informiert sich eben über alles Mögliche mal gerne, liest die Nachrichten, schaut sich die Tagesthemen an, weiß, was hier und da passiert. Was Sinan davon hätte, transfeindlich zu sein. Ich glaube, er glaubt, dass Sinan was davon hätte, transfeindlich zu sein, dass sich das gut verkauft und gut klickt und deswegen er da daraus ein Geschäft macht. Auf der anderen Seite natürlich diese ganzen Leute, die sich LGBTQ-Fahnen in den Hintergrund hängen, die wollen natürlich kein Geld machen. Die machen das einfach so, weil sie Dings, irgendwas, dieses, jenes. Ja. Das heißt, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass alles, was sie über andere sagen, in Wirklichkeit nur eine Projektion von sich selbst ist. Das ist in den meisten Fällen so. Vor allem jeden aus den eigenen Reihen als Token abzuwerten, die nicht dem Dogma folgen. Ja, absolut. Ja.
Aber ich glaube, Token ist eine Definition. Ich schaue mal nach. Tokenismus bezeichnet kritisch eine Praxis, bei der nur symbolische Anstrengungen unternommen werden, um Mitglieder einer gesellschaftlich marginalisierten Gruppe in soziopolitischer Hinsicht gleichzustellen. In der Realität wird aber dem Großteil der marginalisierten Minderheiten die Gleichbehandlung mit der Mehrheitsgesellschaft vorenthalten. Ihre wenigen formell gleichberechtigten Vertreter dienen als Tokens. Sie würden nach außen hin als Aushängeschild oder moralische Feigenblätter missbraucht. Dafür steht etwa die Quotenschwarze oder der English-Token-Character in Filmproduktionen des weiß-dominierten Hollywood-Mainstream-Kinos. Die Praktiken des Tokenismus oder einer Feigenblattpolitik zielen nicht auf die grundsätzliche soziopolitische Gleichstellung entsprechend benachteiligter Gruppen, sondern dienen vielmehr dazu, Diskriminierungsmechanismen aufrechtzuerhalten, indem diese verschleiert werden. Mittels bewusst kalkulierter Einzelmaßnahmen wird nach außen hin der Eindruck von Fairness und Chancengleichheit erweckt. Mitunter beschränken sich solche Schritte auch einzig auf die Umsetzung der Mindestvorgaben in Antidiskriminierungsgesetzen. Ja gut, aber nach dieser Regel und nach dieser Logik müsste doch jeder, der zu jeglichem Zeitpunkt sich so positioniert, dass er sagt, dass man eigentlich fair und gleichberechtigt behandelt wird, dass man dann ein Token ist. Also sozusagen, wenn wir hier zum Beispiel in unserer Community eine Transperson haben oder eine Person mit Migrationshintergrund und die Person sagt, hey, ich fühle mich hier in Ordnung aufgehoben, ich fühle mich hier nicht diskriminiert oder ähnliches, dann ist das so automatisch doch ein Token, ja, weil diese Person verharmlost, dass wir per se immer schuldig und Unterdrücker sind, oder? Verstehe ich das falsch? Ich glaube, so irgendwie, oder? Liest die Nachrichten, schaut sich die Tagesthemen an, weiß, was hier und da passiert, hört gerne Nachrichten im Radio, auf Autofahrten, weiß Bescheid. Ja, eine Hannah Morito ist demnach auch Token, weil Dara sie anführt, um zu zeigen, dass er Ella ist, oder ein Neidan, der sagt, ich habe zwei Transmenschen als Mods, also bin ich auch ein guter Kerl. Könnte man auch so interpretieren, oder nicht? Und trotzdem, natürlich sind die jetzt nicht im Internet. Und super aktiv. Und gerade im Internet sind die Linken am aufgeklärtesten, weil hier am schnellsten Informationen verbreitet werden. Und dadurch ergibt sich aber eine große Diskrepanz. Weil die Personen, die sehen sich natürlich nicht als irgendwie transfeindlich oder menschenfeindlich oder sonst was, sondern meistens, wenn du denen das auch wirklich lange erklärst, dann verstehen sie das. Das ist so, ich stelle mir vor, es gab sicher irgendeinen Dude einfach so im 16. Jahrhundert, der hat gesagt, wir müssen eine Sache verstehen. Diese Hexen sehen sich selbst nicht als Hexen. Sie sehen sich selbst als Heilerinnen. Sie sehen sich selbst als Kommunikatorinnen. Aber in Wirklichkeit sind sie natürlich Hexen. Nur sehen sie sich selbst nicht so. Deswegen ist es unsere Aufgabe, sie zu entlarven und klarzumachen für alle anderen, dass es Hexen sind. Denn es sind Hexen und bleiben Hexen. Und sagen so, boah, nee, diese Haltung möchte ich nicht haben. Und die kannst du dann auch überzeugen in einem langen Gespräch. Meiner Erfahrung nach. Aber erstmal, einfach weil die auch gar keine Berührungspunkte haben mit dem Thema. Tangiert die das nicht viel? Interessiert sie nicht viel? Es ist halt wirklich ein großes Randthema für sie. Wir haben noch nie eine Transperson getroffen. Es ist auch ein Randthema. Es ist kein Randthema, aber es ist eigentlich ein Randthema. Es betrifft einfach nicht so viele Menschen. Genauso wie Kinderarmut ein Randthema ist, obwohl es eigentlich nicht ein Randthema sein sollte, weil es einfach 25% der Menschen betrifft. Also ein Viertel, jeder vierte Mensch ist von Armut betroffen. Aber trotzdem ist das ein Randthema, während die Geschichte mit Trans überhaupt kein Randthema ist, obwohl 0,0 irgendwas davon betroffen sind. Sie kennen keine, die hören zwar immer Geschichten, dass in jeder Schulklasse, an jeder Schule inzwischen irgendwie ein Kind ist, was sich als trans outen möchte oder als trans geoutet hat und deshalb jetzt eine Transition durchziehen möchte. Und dann kommen halt eben genau diese angstverbreitenden Geschichten sozusagen zustande, die auch Sinan da jetzt erzählt hatte. Von wegen irgendeine Schule an einer Schule in Kalifornien, da wird von einem Arzt einfach ohne Überprüfung, ohne alles Mögliche, werden dann da Hormone verabreicht oder so. Naja, aber man muss sich da überlegen, du als Linker solltest doch ein bisschen die Pharmaindustrie hinterfragen. Du solltest dich mal überlegen, ob vielleicht in irgendeiner Form die Pharmaindustrie ein Interesse daran hätte, tatsächlich Medikationen zu verteilen und zu verkaufen. Ja? Wir haben das ja gesehen nach der Neoliberalisierung, wie extrem bei Kindern ADHS einfach diagnostiziert wurde und die einfach mit Ritalin gekeult wurden. Ja, die Pharmaindustrie hat extrem davon profitiert. Und die Frage ist, wir müssen ein bisschen dem gegenüber kritisch sein. Wenn du diese Kritik gegenüber diesen Praxen des Kapitalismus den Rechten überlässt, dann bist du ein Opfer. Dann bitte nenn dich nicht mehr links, weil das ist einfach krank. Du kannst nicht einfach ein Linker sein und dann einfach an der Stelle sagen,
hey, es gibt zwar Pharmaunternehmen, die daran interessiert sind, Menschen möglichst in eine Medikamentenabhängigkeit zu legen, weil sie davon Geld verdienen und daran profitieren, aber dann andererseits zu sagen, so die Menschen haben das Recht, Medikamente zu nehmen. Ich bin für die Freiheit aller Menschen, Medikamente zu nehmen. So, komm schon einfach. Es gibt schon einen Grund, warum bei diesem Video 75 Likes und 82 Dislikes sind. Ich gebe auch ein Dislike, jetzt sind 83. Das Ding ist halt, dass ich schon sehe, dass genau, dass ein Sinan genau natürlich dort eine Kerbe schlägt und eigentlich normaler ist mit seiner politischen Haltung, als wir es gerne hätten. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehst du damit um? Weil mit der Person, mit der ich gesprochen habe, da hätte ich, glaube ich, nie viel erreicht, indem ich gesagt hätte, sorry, aber du bist eine transfeindliche Person, du bist ekelhaft, das ist Menschenfeindlichkeit. Was sagst du? Was hast du gegen Medikamente? Was bin ich jetzt medikamentenfeindlich oder was? Medikamente auf jeden Fall geile Sache. Man sollte jeden Tag 20 Kilo Medikamente schlucken und am besten dafür bezahlen. Das ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft und für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Hier verbreitet, das sind rechtsextreme Narrative und bla 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 bla. Und ich glaube, dass gerade Menschen wie ich, die nicht betroffen sind, das leisten. Am besten so wie diese ganzen Werbungen. Kennt ihr diese Werbungen, die einfach irgendwann einmal aufgetaucht sind, wo so Menschen Muskelkater haben und dann nehmen sie schmerzstillende Medikamente? Kennt ihr das? Oh, ich habe so hart Tennis gespielt, jetzt habe ich einen Muskelkater. Ach, lass es, nimm hier dieses Schmerzmittel. Kennt ihr das? Da gibt es wirklich diese Werbungen. Also tut mir leid, aber wenn du jemand bist, der, wenn du Muskelkater hast, du Medikamente Moin. Nimmst, schaut ihr euch wieder bist den du ein Opfer. Radikalen Hetzer an. Weil, wenn ich betroffen wäre, wenn ich trans wäre, also diese Idee, ich rede jetzt mit jemandem ganz normal, der aus Ungebildetheit, aus Unaufgeklärtheit... Ja, ja, und das ist ja, du sagst, Magnesium geht klar. Ja, ja, das ist ja genauso wie diese Leute, die sich die ganze Zeit alles Mögliche reinjagen, um Vitamine so in den Körper zu bringen. Bro, iss einfach Gemüse. Iss einfach Obst. Iss einfach Fleisch. Iss einfach Käse, Milch, keine Ahnung. Da brauchst du keine Zusatz-Brausetabletten, die dir irgendwelche Vitamine geben, Alter. Typ ernährt sich einfach nur von McDonald's und Cornflakes und dann nimmt er zusätzlich so Brausetabletten für Vitamine. Natürlich, im Profisport ist es ja so, dass manche von denen einfach so halbe Apotheken schlucken, einfach damit sie noch weiterlaufen können, ja, was absolut kaputt ist, ja, absoluter Scheiß, ja. Ich meine, man muss sich das anschauen, bei den Menschen, wie sie bisher gelebt haben, ja, meine Oma und Opa haben keine Vitamintabletten genommen, sie haben einfach Shit gegessen, der im Garten gewachsen ist und das war's dann auch, ja, hat gereicht. Die haben sehr lange gelebt und es war überhaupt kein Problem. Guess what? Also diese Idee, ich rede jetzt mit jemandem ganz normal, der aus Ungebildetheit, aus Unaufgeklärtheit, blöderweise meine Existenz nicht akzeptiert oder meine Existenz verleugnet, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Muss ich mir jetzt zwischen Erwin und Brausetabletten entscheiden? Nein, also nehmt sie eure Brausetabletten, wenn ihr das wollt. Ich lehne das ab. Ich lehne das alles ab. Ich beziehe einfach meine Vitamine und meine Mineralstoffe und was ich alles brauche aus einfach Nahrung, die ich esse. That's it. Genau, Nüsse. Ist einfach verschiedene Sachen, die einfach gut tun. So, und natürlich müssen wir als Linke kritisch gegenüber der Pharmaindustrie sein, ja. Man muss sich einfach denken, diese ganzen Tabletten, die man zu sich nimmt, die haben ja Nebenwirkungen. Die sind ja nicht einfach das, was du davon haben willst, sondern sie bringen einfach gewisse Dinge mit sich, ja, die auch noch in dieser Tablette drinnen sind. Ja. Irgendwelche Kolorierungsmittel, irgendwelche Bindemittel, irgendwelche, weiß nicht, Dinge, die machen, dass es braust oder irgendeinen Scheiß, ja, die dazugesetzt sind. Die willst du eigentlich nicht haben in deinem Körper. Ja. Braucht man einfach nicht. Ja, du sagst, man kann gesund essen und trotzdem Mangel haben, Vitamin D zum Beispiel. Ja klar, Vitamin D-Mangel im Winter, das existiert, aber da würde ich empfehlen, einfach mehr in die Sonne rausgehen. Wäre ein guter Anfang. Da kriegst du Vitamin D. Manche kriegen das halt nicht hin, aber da muss man sich überlegen, was für eine Art von Leben leben wir, dass sich einfach Vitamin D nicht ausgeht. Das ist halt die Frage. Und außerdem, wenn dein Vitamin D im Winter droppt, keine Ahnung, bei mir droppt das auch, aber ich nehme keine Vitamin-D-Pillen. Ja, dann habe ich halt über ein, zwei Monate einfach weniger Vitamin-D. Mein Gott, ist halt so. Habe ich bis jetzt immer akzeptiert, habe ich mir gedacht, ja okay, ich habe halt Vitamin-D-Mangel für zwei, drei Monate, okay. Nehmt eure, was immer ihr wollt. Ich sage nur meine Meinung hier. Ich nehme es nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich habe zum Beispiel auch mal im näheren Umfeld, das war dann Freund meiner Eltern oder so, der dann da meinte, er möchte jetzt die Sarah-Wagner-Partei wählen, und er hat nichts dagegen, wenn man alle Flüchtlinge rausschmeißt.
Er hat da nichts dagegen. Weißt du, jahrelang kennst du diese Person als eigentlich sehr weltoffenen Menschen. Und so in den letzten Jahren haut er dann solche Sachen raus, immer mehr davon. Und begründet das damit, dass die Ampelregierung, die haben ihm seine Gazprom-Aktien weggenommen. Die Person, ne, der hat Gazprom-Aktien gehabt, die hat er jetzt nicht. Nächste Abmahnung. Mehr. Oder die sind nichts mehr wert, sozusagen. Weil Gazprom praktisch in Deutschland nicht mehr gehandelt werden darf oder was weiß ich was. Ne? Naja, aber er hat nichts dagegen, wenn alle Ausländer rausgeschmissen werden. Hat er einfach nichts dagegen. Also erstens hat BSW nichts damit zu tun, alle Ausländer rauszuschmeißen. Jetzt verwechselst du Flüchtlinge mit Ausländern. Dass der Mensch kein Problem damit hat, hat er halt kein Problem damit. Und? Beziehungsweise alle Flüchtlinge. Braucht er ja nicht. Wofür brauchen wir die Flüchtlinge? Ja, und dann sollen die draußen bleiben. Ne? Ja, aber der Punkt ist, das habe ich auch schon mal gesagt, der normale Durchschnittsmensch braucht die Flüchtlinge nicht. Der hat actually einfach nur Probleme durch sie, weil man einen Culture Clash hat. Und deswegen sind die meisten Menschen nicht gut zu sprechen auf Flüchtlinge. Erster Landrat verdonnert Flüchtlinge zur Arbeit. Landrat Christian Hergott verpflichtet Asylwerber im Saale-Orla-Kreis zu gemeinnützigen Jobs. Und zwar für 80 Cent die Stunde. Okay? 80 Cent die Stunde. Das ist, was, ja, wie man mit Flüchtlingen umgeht und warum man die Flüchtlinge jetzt da reingeholt hat. Und außerdem wahrscheinlich auch noch, um den Sozialstaat zu zerstören. Ich zeige euch noch einen Beitrag, der euch vielleicht interessieren könnte. Das ist Instagram. Und dieser Mann hier ist Milton Friedman, ist einer der Gründer der Mont Pelerin Society. Und er erzählt jetzt, was er von illegaler Migration denkt. Hört euch das zu kurz an. The obvious, immediate, practical case of illegal Mexican immigration. Now that Mexican immigration over the border is a good thing. It's a good thing for the illegal immigrants. It's a good thing for the United States. It's a good thing for the citizens of the country. But it's only good so long as it's illegal. That's an interesting paradox to think about. Make it legal and it's no good. Why? Because as long as it's illegal, the people who come in do not qualify for welfare. They don't qualify for Social Security. They don't qualify for all the other myriads of benefits that we pour out from our left pocket into our right pocket. And so as long as they don't qualify, they migrate to jobs. They take jobs that most residents of this country are unwilling to take. They provide employers with workers of a kind they cannot get. They're hard workers, they're good workers, and they are clearly better off. Das ist seine Position, ja. Das ist etwas, was man verstehen muss. Das ist, wie sie denken. Und diese Leute haben dabei mitgewirkt, dass überhaupt der Sozialstaat in Amerika komplett abgeschafft wurde. Und jetzt ist es egal, was für eine Art von Migrant du bist, du wirst ausgebeutet. Und es ist egal auch, ob du Einheimischer wirst, du wirst ausgebeutet. Diese Leute haben jetzt wieder Kinderarbeit angeführt, ja. Kinderarbeit, wobei Kinder, wenn sie sterben, der Arbeitgeber nicht dafür haftet und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen hier einfach ein bisschen mitdenken, was Migration für die Migranten bedeutet. Und diese Daras und Naitans und alle, die tun so, als wäre Migration etwas Gutes, als würde man diesen Menschen was Gutes tun. Ah, Migration, ja, es ist ein gutes Menschenrecht, sie alle hier reinzulassen. Ja, aber was passiert dann mit ihnen? Kümmerst du dich dann um sie? Nein, tust du nicht. Ja, ja, ja. Und das ist linksprogressiv, ja. Es ist, was soll das? Ja, und das wurde 77 gesagt, was ich euch gerade gezeigt habe. Die reden eh immer offen darüber. Das selbstverständlich reden sie immer offen darüber. Der Punkt ist nur, die Leute hören nicht zu. Es interessiert sie nicht. Ich habe ja immer gesagt, diese ganzen Leute, die sich links nennen, aber sich nicht mit dem Neoliberalismus beschäftigt haben und den Auswirkungen des Neoliberalismus in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Weil so ein Linker, der sich auf Marx beruft, aber sich mit dem Neoliberalismus nicht auseinandergesetzt hat, der ist vollkommen hinten nach, der versteht gar nichts. Der versteht überhaupt nicht, wie die Gesellschaft funktioniert und wie alles sich verändert hat. Und die ganzen Leute, die wirklich verstehen, was Sache ist, die haben sich mit dem Neoliberalismus beschäftigt. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wer verstehen will, wie die Dinge heute ablaufen und was man als Linker tun sollte und nicht tun sollte, der muss sich mit Neoliberalismus auseinandersetzen. Und die Linksliberalen führen ihre Ideologie 1:1 fort. Ja, na klar, weil sie progressive Neoliberale sind. Linksliberale sind progressive Neoliberale. Ja, sie übernehmen all das und tun einfach den Schleier des Progressivismus über das Ganze. Und plötzlich heißt es, illegale Migranten sind nicht zur Ausbeutung da, sondern illegale Migranten, das ist einfach ihr Menschenrecht, dass man sie einfach hierher bringt und dass man ihnen hilft. Aber in Wirklichkeit wird ihnen nie geholfen, aber das erwähnt man halt nicht, sondern verkauft das als Menschenfreundlichkeit. Und das durchschaut ein Dara und Co. nicht, weil sie einfach naiv sind im Endeffekt.
Und da bin ich wirklich sehr sauer geworden. In der Situation bin ich sehr sauer geworden. So, warum? Weil mich natürlich das Thema Rassismus anders trifft als irgendwie andere Diskriminierungsformen. Weil ich habe keine Behinderung, die irgendwie jetzt ausschlaggebend ist. Ich habe eine Sehschwäche, aber die kann man ausgleichen in unserer Gesellschaft mit einer Brille oder Kontaktlinsen oder einer Operation sogar. Ich bin ein Mann, bin hetero. Ich erfülle, glaube ich, auch diverse Schönheitsideale, höre ich immer mal wieder. Und habe da relativ wenige Probleme. Ich bin auch nicht arm, aber ich habe... Also die armen Augen der Person, deren Schönheitsideale du erfüllst, die tut mir leid. Der Landrat Christian Hergott, CDU aus dem Saale-Orla-Kreis in Thüringen, verpflichtet Geflüchtete ab März zu gemeinnützigen Arbeiten, etwa Straßen reinigen, Hecken schneiden, Schnee schippen. Wer sich den Aufgaben verweigert, dem drohen Sanktionen. Ja, genau. Migrationshintergrund und ich habe Rassismus erlebt. Und deshalb geht mir vor allem sozusagen diese ganze Hetze auch gegen Flüchtlinge und... Mir geht gerade diese ganze Erzählung von, also wenn ich lese, dass die Menschen Migration aktuell als sozusagen das wichtigste politische Thema ansehen, das geht mir wirklich nahe und deshalb versuche ich am krassesten vor allem darüber aufzuklären und dafür auch dann die starken Argumente zu haben. Und da werde ich natürlich dann sauer, wenn mir dann jemand erzählt, ja, er hat kein Problem damit, wenn alle Flüchtlinge rausgeschmissen werden. Natürlich glaube ich auch, dass ich sauer werden würde, wenn die Person mir sagen würde, alle Transmenschen sollte man verbieten, irgendwie trans sein zu können oder so. Ja, aber in dem Gespräch, was ich hatte dann mit einer Person, die dann dort ihre sozusagen, ne, dann auch diese, also so, ne, so was man so aufschnappt, ja, in den Schulklassen, da gibt es anscheinend überall jetzt Transmenschen und das hat sie gehört und das kann doch nicht sein, das muss doch ein Trend sein und das ist doch anscheinend und da bin ich, und was ist, wenn man jetzt mit denen irgendwie eine Hormontherapie macht und die, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und am Ende sind die eigentlich gar nicht trans und so weiter und so fort. Ja, aber das sind Bedenken. Was machst du mit diesen Bedenken? Einfach sagen, du bist ein scheiß Nazi und Deckel drauf? Ist das deine Lösung? Oder einfach sagen, du bist dumm? Oder was machst du mit Leuten, die diese Bedenken haben? Ja, dann rede ich trotzdem normal mit der Person. Aha. Klär die Person normal auf. Klär die Person auf, ja. Also kurz gesagt, du nimmst die Befürchtungen nicht ernst, sondern erklärst der Person, dass sie dumm ist und eigentlich nichts verstanden hat. Okay. Deshalb ist das eben so ein Ding, dass ich glaube schon, dass wir irgendwo akzeptieren müssen, dass das halt dann so... Ja, also, wenn du jetzt Personen hast wie Proletopia. Proletopia ist eindeutig ein Schwurbler. Das ist halt einfach... Was?! Der ist nicht mehr in der bürgerlichen Mitte sozusagen. Das ist der nicht mehr, ne? So, das natürlich bin ich nicht in der bürgerlichen Mitte. Ich bin links außen. Kannst du halt, ne? Es gab vor Jahren, gab es nun mal dann auch die Thematisierung von Schwurblern, von Querdenkern. Und ne, so, es ist nicht schwer darzustellen, dass der Typ ein voll harter Schwurbler ist. Ist nicht sehr schwer. Ne? Brauchst du nicht viel für. Ja, musst einfach nur sagen, der ist für Frieden und schon ist er ein Schwurbler. Musst sagen, er ist kritisch gegenüber Pharmaunternehmen und er ist schon ein Schwurbler, stimmt's? Musst einfach nur sagen, er denkt, dass Kapitalismus Menschen ärmer macht, ja, und schon ist alles klar, da weiß man, er ist ein Schwurbler, oder? Musst nur sagen, dass er daran glaubt, dass es einen Klassenkampf von oben gegen uns gibt und schon ist er ein Schwurbler, stimmt's? Es ist ganz einfach. Wieso bist du nochmal nicht die bürgerliche Mitte da, wenn du all das glaubst und wenn du all das so vertrittst? Da bist du doch die bürgerliche Mitte und nicht ich, oder? Ich bin doch eigentlich in Wirklichkeit, wenn wir darüber nachdenken, ich bin doch in Wirklichkeit links außen. Ja? Und natürlich kannst du links außen jedes Mal als Schwurbler verkaufen, weil die bürgerliche Mitte, die du versuchst zu bedienen, die sich aber die glaubt, dass sie linksradikal ist, denen erklärst du halt irgendwie so, dass sie die einzig Richtigen sind und wir alle anderen sind falsch und hin und her, ja? Was hat Dara zum Beispiel gesagt? Ich möchte euch das nur kurz vorspielen, ja? Also die Punkte hier von wegen irgendwie ganz viele oder wenige haben viel Geld in Deutschland und ein Großteil hat irgendwie wenig und es reicht kaum irgendwie. Ja, vertrete ich nicht. Diese Schwarzmalerei vertrete ich nicht. Vertritt er nicht. Was vertrittst du nicht? Das ist zu viele Menschen. Ja, dass da diese linke Schwarzmalerei, ja, wir, weiß nicht was, der Kapitalismus wird immer schlimmer und die Ungleichheit wird immer größer. Und aber natürlich passieren da so Sachen, aber das heißt nicht, dass zum Beispiel die Bevölkerung ärmer wird. So, natürlich, letztes Jahr hatten wir Inflationskrise, aber jahrelang ging es da in vielerlei Hinsicht, wurde das eigentlich besser. Und jetzt, letztes Jahr hatten wir halt Inflationskrise. Ne? Ich sag mal, die deiner Meinung nach genau wodurch verursacht wurde? Dass wir eine Energiekrise hatten. Okay. Und das hat was mit politischen Maßnahmen zu tun oder woher kam das? Ja, also da frage ich dich, weiß nicht was, wie bereit bist du, Putin zu kritisieren? Putin ist schuld an Inflation, Bruder. Und Kapitalismus macht Menschen nicht ärmer. Ja, aber ich bin der Schwurbler.
Alles klar, Brudi. Und er ist linksradikal, aber ich bin in Wirklichkeit ein Schwurbler. Okay, Bruder. Einem Sinan zu zeigen, dass der ein Rechtspopulist ist, boah, ich glaube, das kannst du den meisten Menschen niemals erzählen. Genau, das so, ist das, was ich, was dementsprechend ich vorher erzählt ist das habe. Natürlich das ist das, was ich vorher erzählt habe. Was er hier macht, ist einfach zu sagen, Proletopia kann man sehr leicht als Schwurbler framen, aber Sinan nicht. Das ist der ganze Punkt. Der ist nicht mehr in der bürgerlichen Mitte sozusagen. Das ist der nicht mehr. Ne? So, das kannst du halt, ne? Es gab vor Jahren, gab es nun mal dann auch die Thematisierung von Schwurblern, von Querdenkern. Und so, es ist nicht schwer darzustellen, dass der Typ ein voll harter Schwurbler ist. Ist nicht sehr schwer. Ne? Brauchst du nicht viel für. Einem Sinan zu zeigen, dass der ein Rechtspopulist ist, boah, ich glaube, das kannst du den meisten Menschen niemals erzählen. Also, wenn ich so ein progressiver Neoliberaler, sprich ein Rechter wäre wie Dara und Naitan und diese ganzen Leute, da würde ich natürlich auch mich als rechts framen, der eigentlich ein echter Linker ist. Ja, natürlich würde ich mich als rechts framen, weil sonst würde man ja drauf kommen, dass ihr rechts seid. Aber das darf ja nicht sein, sondern ich bin natürlich der Rechte, wenn ich euch widerspreche, weil ihr seid ja die Linken, ne? So, und dementsprechend ist das natürlich dann auch, ist schon gerechtfertigt, sich zu fragen, okay, wie gehst du dann eben ins Gespräch mit so jemandem? Und da glaube ich, dass du dann halt auch am meisten Leute abholst, wenn du über die meisten Themen ruhig sprichst und wenn du natürlich auch den Gegenüber ausreden lässt und wenn das dann ein Gespräch ist auf Augenhöhe. Und das habe ich versucht am Ende mit dem Sinan zu haben, trotzdem die Vorbereitung zu haben, um zu sagen, hey, guck mal, das und das und das, was du sagst, das geht nicht, das ist für mich falsch. Und das geht schon und das gefällt natürlich auch den ein oder anderen rechten Leuten. Und deshalb kriegst du von denen Zuspruch. Viele Punkte habe ich da noch nicht so ganz zu Ende gebracht in diesem Gespräch, definitiv. Da bin ich vielleicht dann auch irgendwo zu höflich, das muss ich in Zukunft anders machen. Also kurz gesagt, was er hier sagt, hätte ich mit Proletopia geredet, hätte ich den ganz einfach als Schwurbler framen können und als Rechtspopulist. Bei Sinan ist das nicht so einfach. Das kauft mir niemand ab. Das ist, was er hier sagt. Definitiv gegen Ende, da ist die Batterie leer gewesen. Und man hat sich da so noch durchgeschleppt, aber es war sozusagen, man will das und das jetzt schaffen, aber am Ende habe ich gemerkt, oder danach habe ich gemerkt, verdammt, das konnte ich praktisch gar nicht mehr, weil die Kraft einfach nicht mehr da war und man nicht mehr so auf Zack war. Also da, auch in Zukunft, muss man das anders machen. Aber sonst, um das Ganze, um dort sozusagen nochmal die Lücken zu füllen. Was natürlich ein Sinan gesagt hat, er sieht ja schon auf Social Media, da haben die Leute halt Borderline oder so. Ich verstehe was. Naja, er rechtfertigt sich die ganze Zeit einfach nur dafür, dass das Sinan nicht fertig machen konnte. Das ist alles. Er meint, aber trotzdem ist es natürlich falsch. Ne? Du kannst halt nicht Menschen pathologisieren. Und selbstverständlich sagst du praktisch, hey, ne, sorry, aber das sind doch keine Transmenschen, das sind doch keine queeren Menschen oder so. Die haben doch einfach nur einen Schaden. Das ist ja die Message damit. Was halt echt nicht cool ist. So ziemlich simpel. Das ist halt wirklich huileibel. So eine Marie-Louise Vollbrecht. Ja, aber selbstverständlich die transfeindlich und selbstverständlich ist auch ein Kicktour transfeindlich, den er da. Und wenn er dann da sitzt und sagt, so ja, transfeindlich, das ist für mich jemand wie zum Beispiel Ron DeSantis in Florida, weil der hat ein Gesetz erlassen gegen Transmenschen. Also müssen erst Gesetze erlassen werden, damit man das als transfeindlich sieht. Das ist ja auch crazy. Ich wette, wenn eine Marie-Louise Vollbrecht könnte, dann würde sie auch Gesetze gegen Transmenschen erlassen. Was für Gesetze kann ich nicht sagen, aber ich wette, sie würde es tun. So, eine Marie-Louise Vollbrecht, nur um das Ganze auch mal aufzudröseln. Nein, was sie machen würde, ist, sie würde eine Peitsche nehmen und ihr in die Fresse hauen. Nein, also, Marie-Louise Vollbrecht würde sicher kein Gesetz gegen Transpersonen erlassen, sondern Marie-Louise Vollbrecht würde einfach ein Gesetz erlassen, das Frauen schützt. Ja, das ist alles, worum es hier ging. Die Safe Spaces der Frauen nicht zu gefährden. Ja, auf der einen Seite kennen wir sie natürlich, und das ist eben, wie sie auch immer präsentiert wird, von eben ihrer Seite und von den Menschen, von denen sie Zuspruch bekommt. Ja, die redet ja nur darüber, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Das muss doch noch okay sein. Ja. Das ist nämlich das Einzige, was sie tut. Aber so fängt Faschismus an, richtig? Die hat auch einen Artikel unterstützt und ich glaube sogar mit verfasst, wo es dann darum ging, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Kinder früh sexualisieren würde. Man würde versuchen, Kinder umzuerziehen und man würde sie mit der Trans-Ideologie indoktrinieren. Was halt alles eben Talking Points sind aus der rechtsextremistischen Szene. Es ist scheißegal, aus welcher Szene das die Talking Points sind. Das ist in erster Linie mal ihre Ansicht. Sie hat einfach diese Ansicht. Und man könnte sagen, dass deine Ansicht, dass Kapitalismus Menschen nicht ärmer macht, auch ein Talking Point aus der rechtsextremen Szene ist. Was machen wir jetzt an der Stelle, lieber Dara? Es ist halt nicht mehr einfach nur zwei biologische Geschlechter, aber sonst Transmenschen okay. Sondern das hat sie getan. Das ist das,
was am Ende selbstverständlich ist für uns, eindeutig macht, dass da geht's noch weiter als einfach nur Transmenschen sind irgendwie ein bisschen, also die können ja machen, was sie wollen, aber ich habe nichts gegen die, aber die sollen halt irgendwo, die sollen jetzt die Biologie in Ruhe lassen oder sowas. Naja, ihr ganzer Twitter-Account, ne, ich habe mich auch gefragt, so, okay, was ist denn ihr Feminismus? Also sind denn ihre feministischen Positionen? Also stellen wir uns mal vor, sie ist halt transfeindlich, aber trotzdem möchte sie den Gender Pay Gap reduzieren, sie möchte... Wieso lädst du sie nicht mal zu einem Gespräch ein bei dir, Dara? Und dann könnt ihr das klären. Das, was ich gesagt habe, sie möchte, keine Ahnung, vielleicht eine Frauenquote in den und den Bereichen. Vielleicht möchte sie mehr Chancengleichheit. Feminismus ist eine Frauenquote. Mehr Aufklärung über bestimmte frauenspezifische Themen an Schulen, damit eben Frauen auch mehr Anerkennung erhalten, beziehungsweise junge Mädchen mehr Anerkennung erhalten, damit sie halt auch eben auch bessere Jobchancen haben. Vielleicht möchte sie die Care-Arbeit reduzieren. Ich habe mir dann ihren Twitter-Account angeschaut und das Einzige, was sie thematisiert an eben feministischen Themen, so mit fetten Anführungszeichen, sind halt Transmenschen und wo Transmenschen schon wieder ihre Rechte bekommen haben oder wo eine angebliche Transperson irgendwen umgebracht haben soll oder sowas oder wo Kinder missbraucht wurden und so weiter. Es ist ihr gutes Recht als Feministin, sich über das neue Selbstbestimmungsgesetz aufzuregen und die Fehler dessen aufzuzeigen oder beziehungsweise da Probleme für sie als Frau aus ihrer Sicht zu benennen. Das ist ihr gutes Recht. Das darf sie doch machen. Oder möchtest du ihr als Feministin die Freiheit nehmen, sich für ihre Rechte einzusetzen? Ich glaube, das würdest du gerne tun. Wozu macht dich das, ist die Frage. Irgendwas gegen Sexarbeit. Also wie schlimm Sexarbeit ist. Und naja, sie unterstützt eben in ihrer Twitter-Bio das nordische Modell. Das ist noch halbwegs okay. Halbwegs okay, weil eigentlich in Wirklichkeit hat jede Frau das Recht, sich zu prostituieren, natürlich. Und wir nennen das Sexarbeit. Weil Prostitution und Sexsklaverei klingt einfach so unangenehm und unwirtschaftlich. Weil eigentlich muss man das ja wirtschaftlich betrachten. Eine Frau hat das Recht, sich zu verkaufen, damit sie überleben kann. Ja? Aber das sind nicht rechtsextreme Talking Points. Das ist einfach eine linke Ansicht in Wirklichkeit. Ja, ja, klar. Natürlich, Bruder. Auf jeden Fall. Das da reinzuschreiben? Aber so wie ihre Tweets aussehen, geht das auf jeden Fall. Warum verbreitet Dara eigentlich andauernd rechte Narrative? Gute Frage, oder? Vielleicht ist er ein Rechtspopulist. Weiter und wahrscheinlich bis hin zu Verbot von Sexarbeit. Vielleicht gehört er zu Sif-Bubble. Obwohl Sif-Bubble ist nicht so rechts. Ich weiß es nicht. Und sämtliche Organisationen, die sich für die Rechte und auch versuchen, einen Ausstieg zu schaffen oder zu bereiten für Menschen, die in der Sexarbeit sind, sagen in der Regel, dass ein Verbot nur die Sachen schlimmer macht und man lieber sich darum kümmern müsste, dass einfach bessere Chancengleichheit herrscht in der Gesellschaft und dadurch die Menschen eben die Wahl haben, wollen sie in die Sexarbeit oder wollen sie einen anderen Beruf machen. Und sonst bedient sie praktisch gar keine anderen Themen, sonst nur retweetet sie Tobias Huch, wenn es um Antisemitismus und Islamismus geht, vor allem in Bezug auf zum Beispiel Israel-Palästina. Ne? Ich bin auch jemand, ich sage, okay, wir Linken hier in Deutschland müssen das Existenzrecht des Staates Israels verteidigen und das ist halt einfach wichtig, um generell auf der Welt Antisemitismus zu bekämpfen. Aber trotzdem würde ich niemals dann die Israel-Palästina-Thematik versuchen zu nutzen, um gegen Muslime in irgendeiner Form auszuteilen und die damit zu delegitimieren, beziehungsweise denen das Leben schwer zu machen und auch immer einzuordnen, ja, wie viele gehen denn von denen wirklich auf die Straße und rufen antisemitische Parolen gegen Israel und gegen jüdische Menschen generell. Das sind die drei Themen, die ich bei ihrem Twitter-Account gefunden habe. Na und, muss sie mehr Themen haben oder was? Wo ist das Problem? Selbst wenn sie ein Thema hätte, was ist denn los? Muss sie 50 Themen haben, damit du zufrieden bist? Wie viele Themen würden dich zufrieden machen? 5? 7? 19? Das ist doch am Ende kein Feminismus. Also am Ende... Ob du Feminist bist oder nicht, werde ich danach beurteilen, was du auf Twitter gepostet hast. Schadet sie. Hey, hat Dara nicht letztens auf Threads, was ja praktisch Twitter bei Instagram ist, hat er nicht dort gepostet, dass die Linken es übertreiben mit dieser ganzen Bandera-Geschichte, weil Bandera wurde ja schließlich von den Nazis auch inhaftiert. Deswegen darf man nicht so hart mit Bandera ins Gericht gehen. War das nicht so ein Post von ihm letztens? Menschen, die in Sexwork arbeiten? Und dann geht's gegen Transmenschen. Weiß nicht, wo ist da noch irgendwo wirklich der Feminismus? Ja, also, aber gut, ne, so viel zur Einordnung in der Sicht. Ja, und dann hast du halt eben dann so Twitter-Accounts wie diesen Kickturk, der da diesen ekligen Tweet verfasst hat über Naitan. Und ne, ich finde es ein Unding, dass wenn Naitan über sein Kind spricht im Stream, dass es da solch, also wirklich, du bist halt ganz unten angekommen, wenn du das überhaupt thematisierst. Lass Eltern über ihre Kinder sprechen und versuch das nicht irgendwie gegen sie zu verwenden.
Also da müsste schon wirklich, wirklich jemand harten Tobak raushauen, damit man sowas thematisieren sollte. Oder könnte. Echt? Aber sonst lass das einfach. Echt? Wieso hast du das nicht deiner Community gesagt, beziehungsweise Karls Community, beziehungsweise eurer gemeinsamen Community, als sie losgegangen sind auf Google Magnet Eddie und ihm, weil er Hogwarts Legacy spielen wollte oder gespielt hat, wollten sie ihm das Jugendamt nach Hause schicken, dass er seine Kinder verliert. Wo war dein großer Aufschrei damals, Dara? Da hättest du dich auch ein bisschen an die auf die richtige Seite stellen können. Oder bei KuchenTVs Sohn. Was sagst du? Dara hat heute auch die Azov-Soldaten in der Ukraine verteidigt. Dieses Nazi-Geplapper wäre übertrieben. Geh, hör auf. Der hat doch sicher nicht die Azov-Soldaten in der Ukraine verteidigt. Das würde er ja doch nicht tun. Er ist ein Linker, oder? Also wirklich, das ist halt einfach unterste Schublade. Aber nein, so ein Kicktalk, der hat dann einen Tweet verfasst, der Neitan wäre ja praktisch ein Nazi, weil er wünscht sich für sein Kind eine vegane Spielpartnerin. Naja, ich weiß nicht, Dara hat Seth Van Doom cool gefunden, hat ihn geradet nach dieser ganzen Geschichte, was Seth Van Doom so von sich gegeben hat. Habe ich gehört. Die Frage ist nur, wieso ist das okay, wie Seth Van Doom sich verhält, aber wenn die gleichen Methoden gegen euch angewendet werden, dann ist das nicht in Ordnung? Weiß ich nicht. Bei deinen Leuten findest du das ja auch cool, wenn man einfach Grenzen überschreitet. So, und dann dazu noch weitere sexuelle... Ja, du sagst, Seth ist VIP bei Dekadent. Noch immer? Ja, er dient ja der roten Sonne. Er hat ja gesagt, wenn die rote Sonne zurückkommt, wenn die AfD an der Macht ist, wird die rote Sonne zurückkommen und dann greifen sie zu Waffen und verteidigen das Land gegen Faschismus. Alter. Anspielung. Ja, früher, da haben ja, oder was ja auch Eltern ganz gerne machen, sind ja auch andere Eltern suchen, damit, ne? Also, ne, wenn du einen Tweet verfasst über das Kind von jemandem und dann versuchst, das da noch irgendwo, irgendwie eine ganz weird... Er hat keinen Tweet über sein Kind verfasst, sondern einen Tweet über den Vater, über Neitan. Eine sexuelle Schiene mit reinzubringen. Also, was geht in deinem Kopf vor sich? Naja, und dann fällt einem Sina nichts Besseres ein, als dazu zu schreiben, ja, also die sind halt, also das ist ja schon religiös fundamentalistisch. Warum macht Sina das? Weil er ja ein Skeptiker ist. Ne? Was ist die Skeptiker-Community? Die Skeptiker-Community, die ist eigentlich dadurch entstanden, dass man sehr stark gegen Religion gegangen ist. Vor allem in den USA gegen christlichen Fundamentalismus und dann gegen Islamismus. Das Ding ist halt, dass niemanden in Deutschland Religionskritik aktuell großartig interessiert, außer man kann gegen Muslime hetzen. Das war's eigentlich. Man hat, also ja, und deswegen sehe ich das so, dass ein Sinan, der merkt, okay, mit Religionskritik kommt man nicht weit in der ganzen Aufmerksamkeitsökonomie. Also erklärt man einfach die Woken zu den Religiösen und dann kann man ja an denen Religionskritik üben. Und deswegen versucht man da verzweifelt irgendwo religiöse Fundamentalisten zu sehen. Naja, es hat schon was. Es hat schon was Religiöses. Weil ihr glaubt an irgendwelche Dogmen, die vollkommen lost sind. Ihr seid absolut nicht gewillt, dass man mit euch normal redet und dass man sich unterhält und austauscht. Ihr seid null daran interessiert, dass man in irgendeiner Form miteinander so einen Austausch findet, wo man sich, ja, wo man sich weiterentwickelt und miteinander kommuniziert. Daran seid ihr null interessiert, sondern ihr wollt, dass euer Dogma durchgesetzt wird. Jeder, der nicht an euer Dogma sich hält, muss verfolgt werden. Es erinnert teilweise an die Inquisition mittlerweile. Ja, also, ich weiß nicht, wie man draufkommt. Das ist eine gute Frage, oder? Auch mal endlich zeigen kann, wie gut man Religion kritisieren kann. Aber am Ende interessiert das halt keinen. Aber es erinnert dann so dogmatische Religiosität. Es ist halt, das ist jetzt wieder meine Hobbypsychologie. Nein, hör auf. Du bist und dann selbst hochqualifiziert. Selbstverständlich, wenn es halt auch um so, natürlich diese ganzen Geschichten geht, ja, irgendwer kriegt schon, also mit Detransition zum Beispiel, ja, da gibt es ja auch irgendwie die 1% von den 1% der Transmenschen, die dann eine Detransition vollziehen und so weiter. Ja, am Ende des Tages, aus meiner Sicht, habe ich da gut dagegen gehalten. Aber da geht noch mehr. Also da hätte man noch einige Punkte bringen können und dann ging der Punkt wieder verloren sozusagen in der Diskussion. Oder? Und ja, ich schieb's am Ende wirklich auf Kopf, war nach anderthalb Stunden circa Moose, ne? Oder nach zwei Stunden so. War der Moose. Und da merke ich dann auch für die Zukunft, okay, ich muss dann eben diese Debatten und Gespräche muss ich anders für mich konzipieren, anders planen. Und natürlich müssen die auch kürzer werden. Und da muss ich mich auch dazu zwingen, da irgendwann einen Cut zu machen. Einfach damit der Kopf nicht Moose ist und man eben diese Fehler dann begeht, sage ich mal. Wovon ich kein Freund bin, ist diese Idee, wir Linken müssen sozusagen, oder wir ganz Linken, um beim im moderaten Sprech zu bleiben, müssen sozusagen... Ja, wirklich, ihr seid nicht ganz links. Wie gesagt, sehr viele Punkte, die du vertrittst, sind neoliberal. Okay, ihr habt sehr wenig mit links zu tun. Sozusagen doppelt so hart arbeiten in Debatten und Diskussionen wie die andere Seite. Auch wenn wir was sagen, übrigens. Ne? Auch wenn wir Argumente und Thesen in den Raum stellen
und die werden nicht von der Gegenseite widerlegt, verbreitet sich das und sorgt. Ja, genau. Es soll eigentlich ein Schauprozess werden, statt ein Gespräch. Richtig, richtig. Und er entschuldigt sich, dass es nicht so ein so eine Inquisition war, sondern eigentlich ein lockerer Talk, bei dem Dara sehr schlecht ausgesehen hat, natürlich. Wie immer. Dafür, dass Menschen über. Es ist einfach, ist es euch schon mal aufgefallen, Naitan, Dara, Karl und Co., alle aus dieser Bubble, wenn sie sich mal dazu bewegen, mit jemandem zu reden, schauen sie am Ende immer schlecht aus. Also fast immer. Es gibt selten Fälle, wo sie gut dabei wegkommen. Erzeugt werden können. Nur so zur Information. Das ist nicht nur eine, der andere, der haut Thesen raus, die eventuell falsch sind und wir müssen die immer widerlegen. Sonst, wenn da irgendwas durchslippt, dann wird Schaden angerichtet oder so. Man sollte natürlich versuchen, auf Teufel komm raus, so viel es geht, zu debunken, was da kommt. Aber das gilt auch für unsere Seite. Also die Linken hätten niemals gewonnen, niemals hätten wir irgendwelche Errungenschaften erreicht in der Gesellschaft, wenn in Debatten und Diskussionen so ein Ungleichgewicht herrschen würde. Deshalb, ne, und ich finde die Message, die das transportiert, sehr schwierig. Weil es praktisch bedeutet, ey, du als Linker, geh bloß nicht in Debatten und Diskussionen, weil die Chance, dass du es falsch machst, ist praktisch 99%. Und das ist sehr schlecht, weil das wird sehr viele Menschen davon abhalten, in Debatten und Diskussionen zu gehen. Ja, das ist auch etwas, was die queer-feministische Community... Ja, Dara, wann machen wir wieder mal eine Diskussion? Letztes Mal hat er mir geschrieben, in 3 Wochen, das ist schon ein Monat her. Ich muss ihm mal wieder schreiben, ich würde gerne wieder eine Diskussion mit ihm machen. Was soll das hier? Dara und ich eine Diskussion, das muss doch sein. Ja, das wäre doch voll unterhaltsam, oder nicht? Soll ich ihn anrufen? Im Internet, aus meiner Sicht. Soll ich ihn anrufen? Ich meine, der streamt doch auch gerade, oder nicht? Ich gebe mal einen Call und ich schaue, ob er antwortet. Das wäre doch gar nicht schlecht. Ja, er streamt gerade. Ich rufe ihn doch mal an. Ist eine gute Idee. Warte mal, wo ist seine Nummer? Ich brauche seine Nummer. Ich muss ihn kurz anrufen. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Ich rufe ihn mal an. So, es klingelt. Schauen wir, ob er rangeht. Es läutet. Leider geht er nicht ran. Er hat aufgelegt. Naja, gut. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, Freunde. Ich habe es versucht. Habe mir gedacht, vielleicht geht er ran. Ich rufe ihn mal spontan an. Wie das unter 2 besten Freunden halt so ist. Ne? Man ruft sich spontan an. Ist ja nichts dabei. Na gut, hat nicht funktioniert. Reagieren wir mal kurz weiter. Sehr falsch macht, dass sie praktisch, also ne, die sind da natürlich, ich kann das nachvollziehen, dass man da sehr empfindlich ist gegenüber eventuell Leuten, die dann versuchen, sich für Transrechte einzusetzen, aber dann eben Fehler machen, worüber man sich streiten kann, ob es ein Fehler ist oder nicht. Und also ne, wenn Allies sozusagen dann Fehler machen weil und dann mit der Kritik sehr, sehr hart sind, was aber in der Außendarstellung für jeden die Message bringt, ich rede am besten gar nicht mehr über Transrechte und kläre darüber gar nicht mehr auf, weil ich kann es ja nur falsch machen. Und lieber sollte man immer einen ergänzenden Ansatz fahren. Das heißt, wenn jemand falsche Sachen sagt, dann lieber die Lücken füllen und versuchen zu ergänzen, was noch fehlt. Oder vielleicht einfach ruhig korrigieren. Hey, das stimmt nicht so ganz, aber keine Sorge, das kann ich korrigieren. Oder da weiß ich Bescheid. Und dann erklärt man einfach, was richtig ist. Anstatt eben das Ganze zu präsentieren als fatalen Fehler, der jetzt richtig problematisch ist und die Person sollte das lieber komplett lassen. Ja, er versucht sich jetzt rauszuretten, ja? Dass sie nicht so sehr hart kritisieren, wenn er Scheiße baut. Lieber versuchen sozusagen uns zu optimieren, anstatt wir lassen es. Wir hören auf. Ja, wir lieber gar nicht machen. Zum Beispiel auch wenn... Ja, aber das funktioniert nicht bei euch, mein Lieber. Wenn es um diese, wenn es um generell diese Debatten und Diskussionen geht, lieber immer darauf es auslegen, dass wir als Linke besser werden, dass wir stärker und besser debattieren und diskutieren, anstatt dass wir es gar nicht tun. Weil aktuell ist es notwendig. So oder so, übrigens, so oder so, egal ob wir jetzt mit Rechtsextremisten diskutieren oder nicht, wir müssen in dieser bürgerlichen Demokratie auf jeden Fall in die Debatten und Diskussionen gehen mit Menschen aus anderen politischen Lagern, die nicht im Rechtsextremismus zu sehen sind. Definitiv. Definitiv müssen wir da reingehen in diese Diskussionen und Debatten. Einfach, weil da Menschen hinsehen, einfach, weil wir uns selber damit präsentieren, einfach, weil das Aufmerksamkeit generiert und die Leute gucken nun mal hin. Ich liebe das ja, wenn... Reichweite, Aufmerksamkeitsökonomie und Narrative. In letzter Zeit hat zum Beispiel der Volksverpetzer, weil wieder diverse AfDler, AfD-Politiker eingeladen wurden in deutsche Talkshows, hat der Volksverpetzer dann erstmal auf Threads geschrieben und dann aber auch auf Instagram einen Post verfasst, den veröffentlicht. Ey, das ist voll scheiße, dass die in die Fernsehdiskussion einladen. Das geht ja mal gar nicht. Aber dann 3 Stunden später geht's dann los mit weiteren Posts vom Volksverpetzer, wo der Volksverpetzer-Account sich darüber lustig macht, wie ein Tino Chrupalla oder so in der und der Talkshow
total verkackt hat, total abgestürzt ist, total sich blamiert hat, total lächerlich ist und was er halt alles von Schwachsinn raushaut und sich über die lustig macht. Und das ist halt eben genau der Witz. Ne? So, die sind alle da, alle gucken hin. Ne? Also auch der Volksverpetzer wird nicht einfach nur so ein Thread-Post raushauen und sagen, ja gut, ey, mach das nicht und dann nicht mehr diese Debatte oder Diskussion beachten, die dann da im Fernsehen war. Nö, er wird die natürlich trotzdem schauen. Warum? Weil da ist eine Diskussionsrunde im Fernsehen, wo ein Rechtsextremist ist. Natürlich gucken wir da alle hin, ist doch klar. Ja gut, das revidiert aber nicht die Kritik daran, dass Faschos in Talkshows eingeladen werden. Nee, überhaupt nicht. Die sollte man, also das Ding ist halt, ich bin da total zwiegespalten, wie man damit genau umgehen soll. Weil aus meiner Sicht, sagen wir mal, wir hätten Social Media nicht. In einer Zeit vor Social Media hätte ich gesagt, ladet die einfach nicht ein. Wurden sie auch nicht. Wurden einfach nicht eingeladen. Und sie werden erst eingeladen, seitdem es Social Media gibt. Der Grund dafür ist, dass Social Media eben einen Druck erzeugt, der sozusagen die öffentlich-rechtlichen Institutionen, Anstalten dazu zwingt, die einzuladen. Weil sie können sich dem auch nicht verwehren, weil ja dann sozusagen die Kritik auch aus der bürgerlichen Mitte kommt, ja, ihr zensiert ja die Rechten. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Demokratie, weil man muss sie ja in der Demokratie sozusagen stellen. Wir müssen ja zeigen, dass wir bessere Argumente haben. Das denken nun mal die meisten Menschen. Wie willst du denn Menschen überzeugen, wenn du nicht mit denen redest? Diese scheiß Demokraten, Alter. Das ist das, was die meisten Menschen denken. So, in einer Zeit vor Social Media hätte es keinen interessiert. So, die NPD wäre einfach nicht eingeladen worden, das hätten die meisten Menschen gar nicht mitbekommen. So, die Menschen kriegen halt erst dann mit, dass die NPD nicht eingeladen wird, wenn die NPD irgendwo anders eine Plattform hat, nämlich Social Media, YouTube oder so, wo sie dann sagen können, wir wurden schon wieder nicht eingeladen, wir wurden schon wieder ausgeladen, wir wurden schon wieder gecancelt, zensiert, mundtot gemacht. Und dann damit Hunderttausende von Klicks bekommen. Und ihr könnt. Was Dara sucht in seinem Chat gerade ausreden, um nicht mit dir zu sprechen? Wirklich? Yeah, das gefällt mir. Aber sag ihm einfach, er kann mich gerne jederzeit anrufen. Ich bin da. Wir sind Freunde. Als Freund kann er mich natürlich jederzeit anrufen, ist ja überhaupt kein Problem. Er hat geschrieben, dass wir in 2 Wochen miteinander reden. Das war noch im Januar. Es sind 1,5 Monate vergangen. Der kann mich ruhig anrufen. Ich vermisse seine Stimme schon. Also ich bin auf jeden Fall. Er muss bald ins Bett. Ah, er ist wieder müde. Ich verstehe, das ergibt Sinn. Weil er hat schon den Fehler gemacht, müde mit Sinan zu reden. Ah, das ist nicht gut gegangen. Jetzt ist er natürlich müde und sollte nicht mit mir reden. Das macht Sinn. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber er soll sich auf jeden Fall melden. Wir machen ein Gespräch aus, vielleicht morgen oder übermorgen. Das wäre doch lustig. Davon ausgehen, dass ganz viele von diesen Klicks von Leuten kommen, die sich denken, also ich bin natürlich gegen die NPD, aber ich will auch trotzdem nicht, dass die zensiert werden. Weil das ist für eine Demokratie unwürdig, sozusagen. Also wir müssen doch besser sein als die Faschisten. Also, und dann machen die das. Ich glaube, die NPD ist was anderes, aber gut. Ich rechne nicht das. So, und das Problem ist dann ja, wer stellt sich denn denen entgegen? Ja, Markus Lanz. So. Aber stellt euch einfach mal vor, du hast halt eben einen toughen Dude oder eine Dudette von der Partei Die Linke und der geht da in die Debatte mit dem Rechtsextremisten und das wird ein Riesenfest. So, ein Riesen. Das wird kein fucking Fest. Jedes Mal, wenn irgendwelche von der Partei Die Linke in irgendeine Talkshow gehen, wird das einfach ein Desaster. Jedes fucking Mal. Ja, muss man, also, ne, so, dass die Person muss das natürlich drauf haben. Das ist schwer. Da muss man auch mit ganz vielen Konventionen brechen. Tatsächlich. Bei den letzten, ich glaube, das waren die letzten Bundespräsidentschaftswahlen von Österreich, da trat einer von den Grünen gegen eben den von der FPÖ an. Die FPÖ ist sozusagen die rechtsextreme Partei, also die AfD-Schwesterpartei von Österreich. Richtig. Ja, ne, so die einzigen Kandidaten, die es eben zur Auswahl gab. Und ich glaube, in Österreich, da wählen sie eben den Bundespräsidenten noch per Direktwahl. Ja, aber da gab es schon mehr andere Leute, aber das musste dann eine Stichwahl geben zwischen dem Grünen und dem FPÖler, ja. Und das Ding ist, dass sich die Politik halt genau dorthin geschiftet hat, was du in Amerika hast mit Republikanern, Demokraten, ja. Du hast diese zwei Lager, Pseudo-Linke, Pseudo-Rechte, ja. Und die Menschen sollen sie wählen in der Hoffnung, dass sie ihnen helfen, was nicht passieren wird, egal wen du von den beiden wählst, ist scheißegal. Ne? Waren halt eben der von der FPÖ und der von den Grünen. Und dann gibt es natürlich auch eine Fernsehdebatte zwischen den beiden. Und da wurde es natürlich sehr, sehr, sehr hitzig. Aber, ne, und in den USA ist das natürlich auch normal. Aber in den USA ist es dann eben nicht der von den Grünen gegen den von eben der FPÖ, sondern ist es dort ja, der von der FDP gegen den von der AfD sozusagen. Ne? Der von den Demokraten gegen den von den Republikanern. Und da geht's natürlich auch ab. Aber die Gegenseite, die linke Gegenseite, ist halt auch leider nicht mit allen Wassern gewaschen und bietet sehr viel Angriffsfläche. Schwierig am Ende die Situation. Welche linke Seite? Sonst Fazit, Debatte mit Sinan fand ich gut. Am Ende des Tages sind halt deren, also fehlt da sehr viel Aufklärung. Sag ich mal, die Argumente sind noch nicht sehr. Jedes Mal, wenn Dara am Ende des Tages sagt, musst du ein Dildo einölen. Stark. Du kannst da sehr stark dagegen halten. Und am Ende des Tages war es eine gute Diskussion. Ich fand halt auch, also am Ende des Tages, auch wenn der Sinan super, super viel problematischen Mist macht, ist der halt aus meiner Sicht immer noch im demokratischen Spektrum und du kannst halt mit dem einfach auf Augenhöhe quatschen. Im Gegensatz zu diesem Proletopia.
übrigens, ne, es bringt also auch von der Außendarstellung einfach, ne, so eine souveräne Haltung ist einfach wichtiger, als dass du jetzt über jemanden drüber rollst. Also selbst wenn du über jemanden drüber rollst, ne, bei einem krassen Rechtsextremisten, natürlich machst du das da. Ne? So, da gehst du in die Vollen, da gehst du auch in so eine, sozusagen, da zeigst du auch eine Kampfhaltung, sag ich mal, ne, so in so einem Gespräch. Und da werden die Menschen, da wird die bürgerliche Mitte dir dann auch zustimmen. Ne? Da werden die auch sagen, ey, das war ein Nazi, das war ein Rechtsextremist. Selbstverständlich solltest du so mit dem umgehen. Ja, geil, wie du den fertig gemacht hast. Ja, und natürlich lässt du den dann auch möglichst wenig ausreden und so Geschichten. Da werden nur die Rechtsextremisten am Ende sagen, boah, das war aber gemein, das war aber unfair. Ja, das, keine Ahnung, als ich dann letztens mit einem Boris von Morgenstern gequatscht hatte. Ja, wo du gesagt hast, dass der Kapitalismus gar nicht so schlimm ist, wie man glaubt, oder? Und das auf YouTube hochgeladen hatte, habe ich halt, ne, so jeder zweite Kommentar war halt irgend so ein Honigwaben-Dulli, der halt meinte, das ist aber gemein, du hast dich gar nicht ausreden lassen. Ja, wirklich. Ja, ich lasse Menschen nicht ausreden, die praktisch sämtliche Diskussionen und demokratischen Diskurs in Deutschland verbieten wollen. Lass ich nicht ausreden. Aber sonst, da muss man sich halt eben... Heißt das, er mutet sich selbst? Hä? Aber was habe ich nicht verstanden? Auch damit anfreunden als sehr linker Mensch. Okay, es gibt halt noch ein demokratisches Spektrum da draußen und da sind viele Menschen... Also ihr könnt davon ausgehen, ein Sinan wird immer in der breiten Gesellschaft erstmal in der Kürze besser ankommen als ich zum Beispiel, der radikaler drauf ist. Immer. Es gibt einen Grund, warum auch aktuell in den letzten Wochen, Monaten eben so eine Art Hetze stattfindet gegen die Woken und das sehr erfolgreich ist, weil das geht halt von der bürgerlichen Mitte aus. Weil die haben da Spaß dran. Die denken, ja gut, wir sind doch im Recht. Und ne, natürlich, diese ganz krass Linken, die sind natürlich nicht im Recht. Selbstverständlich liegen die falsch. Und da müssen wir sozusagen erstmal dafür sorgen, dass wir legitim werden. Dass man sagt, ja okay, ne, sorry, aber diese Linksradikalen haben doch... Also kurz gesagt, er hat gerade erklärt, dass sie nicht legitim sind. Okay. Die Frage ist, ob die Talkshows überhaupt entzaubert werden können. Alles weist bisher darauf hin, dass das katastrophal gescheitert ist. Allerdings hat es auch noch nie eine richtig harte, faktisch-argumentative Konfrontation in Neitanz gegeben, bei dem einzelne Sätze im Detail analysiert und auseinandergenommen wurden. Richtig. Ja, das gibt's da nicht. Und die Frage ist halt so, wie kriegen wir das hin, dass es das gibt? Und natürlich ist auch immer die Frage, müssen wir das überhaupt hinbekommen? Das ist natürlich immer die Frage. Ne? Sollten wir oder gibt es nicht eine andere Strategie? Aus das, was ich eben erlebe, in der ganzen letzten Zeit, in den ganzen letzten Monaten oder seitdem ich eben in Social Media bin, ist, dass diese ganzen Diskussionen und Debatten einfach enorm viel Aufmerksamkeit erregen. Es erregt einfach enorm viel Aufmerksamkeit. Und das ist eine Chance, dass ich mich um eure Reichweite kümmere. Leute gucken dahin. Und dort, wo die Leute hingucken und wo Politik passiert, das ist auch immer eine Chance, Menschen zu promoten und dafür zu sorgen, dass die gehört werden, die eine gute politische Message haben. So, übrigens, ne, Rechtsextremisten entzauberst du nicht. Ne, die entzauberst du nicht. Das passiert nicht. Ne, also niemals. Also diese ganze Idee, ich weiß nicht, woher das kommt, diese ganze Idee von Entzaubern oder auch die Kritik an Entzauberungen oder sowas. Wer sagt das mit den Zaubern? Das hat auch der Kalent in seinem Talk mit dem AfDler, den wir uns anschauen werden, hat das ja auch gesagt. So, ja, es funktioniert nicht, AfD-Rechte zu entzaubern. Was für Entzaubern? Was, auf welcher Zauberer-Convention seid ihr, dass ihr so eine Scheiße labert? Was für fucking Entzaubern? Wer möchte irgendwelche Leute entzaubern? Ja, aber Dara will wieder Reichweite. Schau, ich habe schon wieder einen Clip für euch, wo Dara erklärt, wie das mit der Reichweite funktioniert bei ihm. Ja. Videos über mich bringen super viel Klicks. Videos mit mir auf meinem eigenen Kanal eher nicht so. Ja, woran das wohl liegt, wer weiß. Ja, er hat recht. Gibt es nicht. Ja? So, es gibt auch niemals, wird niemals passieren, dass du dieses eine Gespräch hast mit dem Rechtsextremisten und danach halbiert sich die Zustimmung für die. Das wird niemals passieren, sondern am Ende ist es ein Kampf und die machen Boden gut, indem sie einfach sich präsentieren können, indem sie die Gegenseite lächerlich machen können. Die ganze Strategie der AfD in Social Media ist es... Hey, Moment mal. Meint er, dass man auf jeden Fall mit Rechten reden muss? Warte mal, kommt ein Gespräch zwischen Schlomo und Dara? Alter, wie gerne würde ich auf dieses Gespräch reagieren? Oder Kaspar und Dara, das wäre auch großartig. Ah, das würde ich wirklich feiern. Ja, das wäre etwas, darauf würde ich wirklich mit Liebe reacten. Die Gegenseite lächerlich zu machen und sich selber als... Ah, Schattenmacher ist zu klug. Das würde keinen Sinn machen. Also Dara könnte da nicht mal, Dara würde die Hälfte von dem nicht verstehen, was Schattenmacher sagen würde. Ja. Und er würde dann Schattenmacher framen und Schattenmacher würde sich dann aber nicht wehren, weil Schattenmacher eigentlich in Wirklichkeit so, ja, schüchtern ist eigentlich, ja, im direkten Gespräch. Die harten Leute darzustellen. Das ist das Einzige, was sie tun. So, und in dem Moment, wo dann eben eine Massendemonstration auf der Straße stattfindet, gegen die AfD, da sitzen die dann und hauen dann Verschwörungstheorien und so weiter raus. Und viele Menschen kriegen gezeigt, wie viele Menschen dagegen sie sind. Wie viele Menschen gegen sie auf die Straße gehen. Und dann sagen viele, boah, ich will ja noch zu der Gesellschaft dazugehören. Ja, dann wähle ich doch nicht mehr die AfD. Ich
dachte immer, wir sind die Mehrheit, aber anscheinend stimmt das gar nicht. Das ist einfach, was Dara die ganze Zeit als Argument ins Feld führt, nämlich, du bist ein Schaf und ein Lemming und du musst dich der Masse anpassen. Und dieser Drang, sich der Masse anzupassen, den muss man ausnützen. Ja? Und wenn Menschen einfach sehen, dass die AfD schlecht geredet wird, dann werden sie aus Angst, draußen zu landen, auf jeden Fall der AfD entsagen. Er versteht nicht, was eine Protestpartei ist. Er versteht nicht, dass die Leute die AfD gerade wählen, weil alle anderen sie hassen. All diese Dinge checkt er nicht. Ne, weil das ist einfach seine Logik. Immer schön mit der Mehrheit mitschwimmen. Ja. Und ich glaube, das ist auch, was er macht. Die Dynamiken, wie das funktioniert. Die Frage ist, wenn die AfD die Mehrheit wäre, was würde Dara machen? Wie Menschen überzeugt werden. Ganz viele Menschen werden über Sympathien überzeugt. Oder das, was die Strategie ist in letzter Zeit von unserer Linken unter dem großen Roten Kaiser. Hat er gerade einen Kuss nach oben geschickt, dieser Linke? Unter dem großen Roten Kaiser. What the fuck is going on? Was sehe ich mir das? Was? Organisierten Bubble ist nun mal, sorgt dafür, dass linke Politik... Ja, Hierarchien ballern, ja. Du, diese Leute sind gegen Hierarchien. Diese Leute sind keine Sekte. Sie sind keine Sekte. Und sie sind gegen rechts. Weil die Rechten haben Hierarchien und es gibt einfach jemanden, der oben steht und Leute, die unterwürfig sind und ihn anbeten. Das wollen wir nicht als Linke, aber nachdem sie Rechte sind, ist das alles kein Problem. Tick wieder cool ist. Sorgt dafür, dass Linkssein wieder cool ist. Wir haben jetzt gerade erst damit angefangen. Total, Dekadent sorgt gerade so dafür, dass Links wieder cool ist. Es ist wirklich erstaunlich. Ja, also das ist wirklich hart. Also wenn ich mir denke, wer da draußen ist so cool, fällt mir als erstes Karl ein, definitiv, Mann. Und wir sind natürlich noch nicht am Ende der Strecke, aber wir haben es gut hinbekommen. Man weiß, okay, da gibt es halt die Cringe-Woken da draußen, aber es gibt halt eben auch diese eine Truppe von so ein paar... Ich brauch einen Schnaps. ...derben Motherfuckern, mit denen legst du dich besser auch nicht an. Warte mal, hat er gerade gesagt, die Cringe-Woken und dann gibt es die derben Motherfucker? Der Kaldenz-Wabbel frisst ihn doch gerade selbst auf. Wenn mehr Druck von außen kommt, wird er bald keine Zuschauer mehr haben. Der lebt davon, dass er immer Leute gemobbt hat, die sich nicht gewehrt haben. Es gibt gerade einen Widerstand gegen Karl. Deswegen kündigt er schon die MCA-Strikes an. Wo sind denn diese krassen Ficker? Sehe bis jetzt nur die Cringos. Diese ganzen krassen Ficker sind eher Karl und Naitan. So sehen sie sich. Ja, Naitan, der die ganze Zeit rausgeht und sagt, ich zerquetsche euch alle wie Tomaten. Und dann, wo du einfach sagst, du bist vollkommen lost. Ich hol meine Advokat. Ich hab gerade den Vertrag abgeschlossen und jetzt müsst mich beschützen. Das sind die derben Motherfucker auf jeder Seite. Oder Karl, der sagt, ich werde kritisiert, ich werde das jetzt mit diesen DMCA-Strikes machen. Oder Dara, der derbe krasse Ficker, der sagt, Twitch setzt seine Meinungsbeschränkung nicht hart genug durch. Wir müssen an Twitch appellieren, dass sie viel mehr Streamer sperren. Das ist wichtig für uns. Das ist die coole Clique auf der anderen Seite. Ja, die sind nicht so cringe wie die Woken. Aber spannend, dass er einfach die Woken cringe nennt. Hey, Dara, bald ein Rechter, oder? Wieso bald? Warte mal, hä? Aber es gibt halt eben auch diese eine Truppe von so ein paar derben Motherfuckern. Mit denen legst du dich besser auch nicht an. Dann gibt's Ärger. Dann, ne, kriegst du einen rein und dann wird's halt auch wild. Und ne, so, da gibt's halt einen Haufen Leute, da weiß ich, ne, inzwischen. Ja. Lassen die da auch mal ganz gerne lieber die Finger mal von dem einen oder anderen hier von uns. Es gibt Leute, die haben Angst vor ihnen. Und das gefällt ihm, oder was? Die sind ja die Mobber, die Mobber mobben. Und wenn dein Mobber an Leukämie stirbt, dann ist das irgendwo ultimative Gerechtigkeit, ja? Hat schon mal einer gesagt, ja, irgendwann. Natürlich ist das Ziel dann wieder von unseren Gegnern in erster Linie, uns lächerlich zu machen, uns irgendwie niederzumachen im Sinne von... Oh nein, du verstehst nicht. Ihr macht euch selber lächerlich und zwar ohne Ende. Unsere Aufgabe ist, da zu stehen und einfach nur zu lachen. Ich sitze die ganze Zeit hier und ich muss nichts machen. Verstehst du? Ich muss einfach basically gar nichts machen. Ich muss einfach nur zuschauen und zuhören und einfach lachen. Ich muss dich nicht lächerlich machen. Das machst du selber besser, als ich das jemals könnte. Okay? Und zwar jedes fucking Mal. Jedes fucking Mal. Ich habe dich durch die Shuryoka-Thematik entdeckt und bin seitdem bei dir hängen geblieben. Du hast mich von rechts, von Clowny und Co.
nach links geholt, da du mir gezeigt hast, dass es auch normale Leute bei links gibt, mit denen ich mich identifizieren kann. Danke dafür, kleiner als drei. Aber sehr gerne. Siehst du, das ist der Punkt. Das ist das, was Dara nicht versteht. Du musst nicht ein krasser Motherfucker sein, vor dem man Angst hat. Du musst einfach nur normal sein. Ja? Den Leuten fehlt es da draußen einfach an normalen Menschen. Und ich kann es ihnen nicht verübeln. Mir fehlt es genau auch an normalen Menschen. Ja? Das ist einfach genau der Punkt. Eh klar. Wir sind so, das echte Links ist ja normal. Ja? Ist praktisch das, was die Mehrheit der Gesellschaft wollen sollte, weil das einfach das Normalste ist, das es gibt. Aber das verstehen sie nicht. Sie glauben, sie müssen coole Motherfucker sein, die Leuten Angst einjagen. Und dann sagt er, wir machen sie lächerlich. Bro, was ist los? Also, das ist die Hauptstrategie. Da ist nichts mit demokratischem Diskurs oder Argumente austauschen oder so. So, wie hältst du dagegen? Ja, indem du einfach dagegen hältst, indem du die Gegenseite wieder lächerlich machst. So, ist kacke, aber das ist erstmal die Realität von Social Media. Und das Coole ist, wir... Also einfach Gegenseite lächerlich machen, während sie euch lächerlich machen, aber es macht euch niemand lächerlich, außer ihr euch selbst. Das ist alles. Wir können das mit Argumenten machen. Also wir können mit Argumenten jemanden lächerlich aussehen lassen. Weil in so Diskussionen, Debatten, kannst du nur mal zeigen, dass jemand... Die Frage ist, wozu würdest du das machen? Was hast du davon? Ja, weil sie keine Argumente haben. Sie haben einfach noch nie ein Argument gehabt in ihrem Leben. Ich habe noch nie ein Argument aus ihrem Mund gehört, das Sinn ergeben hätte. Noch nie. Sie haben keine Argumente. Sie haben einfach nur diese Vorwürfe, Schwurbler, Verschwörungsideologe, Rechter. Die haben keine Argumente. Und auch haben sie noch nie einen lächerlich gemacht. Sie haben es auch nicht geschafft. Selbst diese halbgaren Versuche wie von Leuten wie Dekadent, die dann den Agitator Elfbar nennen. Das ist einfach so dumm und so billig. Einfach so vollkommen uninspiriert. Ich meine, die Witze, die es über Karl gibt, sind viel besser. Aber Elfbar, das ist alles, was dir einfällt? Okay, Bro. Und das ist ja dieses, wo man sagt, Left-Kent-Meme. Nein. The Pseudo-Left-Kent-Meme. Wir können es sehr wohl memen. Am Ende des Tages heißt das nicht, dass dann wieder die Unterstützung für die weggeht von heute auf gleich oder die Followerzahlen total nach unten gehen oder so. Das wird auch nicht passieren. Aber zumindest kannst du immer mal wieder Leute rüberholen, beziehungsweise du kannst deine eigenen Followerzahlen steigern, du kannst deine eigene Aufmerksamkeit steigern und so weiter und so fort. Und das ist das, worauf wir uns am meisten konzentrieren sollten. Einfach selber zu wachsen. Also ich weiß nicht, wer auch immer diesen Menschen hier anschaut und sich von ihm abholen lässt. Digga, bei dem läuft einiges falsch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, es ist einfach... Boah.